Hi, ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es wieder um das Pharmaziestudium, aber nicht so wie sonst in Form von Vlogs oder so, sondern heute gibt es ein Vorstellung versus Realitätsvideo. Also mal was komplett anderes hier auf diesem Kanal. Aber letztendlich fragen mich immer Leute, ja, hast du dir das Studium auch so vorgestellt, wie es letztendlich ist? Oder was waren so deine Erwartungen und wie haben die sich erfüllt? Und das Ganze stelle ich jetzt so ein bisschen sehr überspitzt im heutigen Video dar. Ich muss sagen, nicht alles trifft hundertprozentig auf mich zu. Aber das Ganze soll einfach so ein kleines Unterhaltungsformat zwischendurch sein. Ich hoffe, auch so eine Art von Video ist mir gelungen und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Hi, du studierst doch Pharmazie, oder? Ja, genau. Kannst du mir erklären, wie Novaminsulfon wirkt? Ja, also das wird im Körper in die aktive Form umgewandelt und hemmt somit die Produktion von gewissen Gewebshormonen, und zwar hauptsächlich im Gehirn und im Rückenmark, und das unterbindet dann eben das Schmerzempfinden. Hi, du studierst doch Pharmazie, oder? Ja, genau. Kannst du mir erklären, wie Novaminsulfon wirkt? Anaerobe Bakterien und im Kraftwerk der Zelle. Anaerobe Bakterien in Transkription, Cystatin, Transduktion, Samen, Isoleucin. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, das ist ein Schmerzmittel, oder? Kurzer Funfact am Rande: Bei meiner ersten Formulatur kannte ich Novaminsulfon als Medikament gar nicht. Ich habe das vorher noch nie gehört, weil man eben nur so Ibuprofen und Paracetamol kannte. Und dann dachte ich, frage ich einfach mal nach, was das für ein Medikament ist. Und die PTA hat mich so angeguckt, als wäre ich die dümmste Person dieses Planeten, wie ich das denn nicht wissen könnte, obwohl ich denn schon ein Semester studiere. Das Praktikum, das soll ja richtig gefährlich sein, ne? Safe geht irgendwas in die Luft oder so. Oh mein Gott, ey. Also, ein bisschen Schiss habe ich ja schon. Oh shit, du musst mir helfen. Ich habe gerade irgendwas auf meine Handschuhe bekommen. Ich glaube, das war dieses 0,001 molare AgNO3 oder wie das heißt. Oh mein Gott, ich glaube, das ist ja voll gefährlich, oder? Handschuhe ausziehen, Hände waschen, am besten noch Augendusche. Ich mach das gleich. Okay, was steht denn heute auf dem Plan? Oh, Altklausuren, krass, ey. Ja, okay, wird auch mal Zeit. Ja, okay, sollte ich aber eigentlich schaffen. Ich meine, ich lerne es wirklich seit so vielen Wochen und ich kann alle meine Karteikarten im Schlaf. Also, ich weiß echt nicht, was schief gehen soll. Ich habe so viel gemacht. Ich finde das so cool, dass wir jetzt Salben und Cremes anrühren. Das ist endlich mal was anderes. Ich liebe dieses Praktikum so. Nicht immer nur dieses chemische Zeug, sondern wirklich mal was, was man in der Apotheke macht, was mit Apotheken in Verbindung gebracht wird. Und irgendwie ist das echt entspannend, so ein bisschen wie Kochen. Also irgendwie macht das ja schon Spaß, aber warum sind alle schon fertig? Ich verstehe das nicht. Bin ich denn so langsam? Also ich meine, ich gebe mir wirklich Mühe. Ich rühre die ganze Zeit wie verrückt. Und da sind da ständig Luftblasen dazwischen und so, boah, wie riech das bloß raus, ey? Was mache ich falsch? Nee, gar keinen Bock. Also, ich muss auf jeden Fall jeden Tag irgendwie Protokolle vorbereiten für den nächsten Tag. Und es wird dann immer so lange dauern, ey. Ich habe gar keinen Bock darauf. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Oh, ich habe gar keinen Lust, diese Protokolle jetzt zu machen. Ich meine, es dauert zwar nur 10 Minuten, die abzuschreiben. Aber es ist so eine nervige Arbeit. Endlich ist der Tag gekommen, wo ich meine ganzen alten Schulsachen wegschmeißen kann. Was soll ich mit einem Mathehefte oder Physik oder Bio oder so? Ich meine, okay, Chemie brauche ich dann noch für mein Studium. Aber die anderen Sachen, also, das kann wirklich weg. Das werde ich nie mehr im Leben anschauen oder irgendwie gebrauchen. Endlich wieder ein bisschen Ordnung. Wirklich sehr, sehr schön. Oh Mann, soll ich irgendwie mal nach Oberstufennotizen fragen? Ich blicke gar nicht durch, ey. Diese ganzen Formeln und irgendwie fehlt mir der Kontext. Ich weiß gar nicht, was für Themen wir hier besprechen. Das war so viel ausführlicher und so viel einfacher an der Schule. Okay, wir müssen jetzt herausfinden, welches Salz in dieser unbekannten Lösung ist. Also am besten gehen wir einfach Nachweis für Nachweis durch und irgendwann wird man das dann erkennen, oder? Also, ich denke, so schwer kann das gar nicht sein, weil das sind ja wirklich eindeutige Merkmale. Okay, also die Flamme färbt sich gelb. Das ist Natrium, safe. Aber ich habe gerade ein bisschen was auf die Hand bekommen. Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht schlimm. Aber ich sehe das direkt schon. Meine Hand, die ist gereizt. Das ist Nickel bestimmt. Ich habe nämlich eine Nickelallergie.
Ja, also irgendwie finde ich Chemie ja auch richtig interessant. Also wir haben ja auch richtig viel Chemie im Studium. Vielleicht kannst du mir immer Parfüm anmischen. Ja, eigene Parfüms, das wäre schon cool, oder? Oder allgemein irgendwie so kosmetikmäßig. Das riecht hier so nach faulen Eiern. Oh, sorry, das war ich. Ich glaube, ich muss unter den Abzug eigentlich. Es war keiner frei. Oh, ich habe ja bald auch Chemie und Bio, also Biochemie. Und da lernt man ja auch so über Krankheiten und wie so die Medikamente an dem angreifen, an welchen Stellen, wie das Ganze funktioniert. Da freue ich mich schon drauf, das zu lernen. Lernst du für Biochemie? Erstmal sind wir noch beim Aufbau der Pflanzen und bei Malvaceae und Brassiaceae und Rutaceae und Gentianales. Was ist das und wozu brauchst du das? Das finde ich gerade heraus. Okay, lass mir es heute einfach ganz gechillt angehen. Zwei Analysen mache ich einfach. Dann bilde ich den Mittelwert. Wenn der Wert passt, dann passt der. Ach, ich habe zwar jetzt erst einen Wert genommen, aber irgendwie... Oh, ich habe gar keinen Bock heute. Ich gebe das jetzt einfach ab. Oh, nice. 4 von 4 Punkten. Also ich habe heute extra einmal mehr tätowiert, wirklich um sicher zu gehen. Weil gestern lag ich nämlich fast komplett daneben. Also ich habe nur einen Punkt bekommen von 4. Und heute muss ich dann halt dementsprechend wieder ein paar Punkte rausholen. Deswegen, ja, meine Werte, die lagen auch super nah aneinander. Also sollte mein Gehalt eigentlich passen. Ich habe auch echt super gut gearbeitet, also super sauber, wesentlich besser als die letzten Male. Ich denke mal, das macht sich dann auch bemerkbar. Okay, bin ich mal gespannt, was ich habe. Hä? Wie kann das dann sein? Warum habe ich 0 von 4 Punkten? War ich so daneben? Das kann doch gar nicht sein, hä? Ich habe alles so gemacht, wie es in der Anleitung stand. Ich habe mich noch nicht verrechnet, ganz sicher. Ach, der Umschlagpunkt ist heute von blau nach rosa. Ja, okay, das muss man ja gut erkennen können. Der Umschlagpunkt ist heute von blau nach rosa. Ja, okay, das muss man ja gut erkennen können. Nach Lachsrosa. Okay, nach Lachsrosa. Okay, jetzt ist es rosa, aber ist es jetzt schon Lachsrosa? Oder ist es blassrosa oder hellrosa? Oh Gott, wie entscheide ich das denn jetzt? Hat jemand zufällig einen Lachs dabei? Ja, ich habe heute zum Glück einen kurzen Versuch. Ich habe das mit dem Umkristallisieren, also das hat die letzten Tage, also eine halbe Stunde vielleicht gedauert. Da rechnen wir noch ein bisschen drauf. Eine Stunde werde ich im Labor sein, maximal 2. Also wirklich, ich bin so froh darüber. Bei einem Freitagnachmittag noch so lange im Labor zu stehen, also das bockt halt gar nicht. Also ich habe heute auch nichts zum Mittag mit, weil ich werde safe 13 Uhr draußen sein. Also ist halt blöd, dass du heute einen langen Versuch hast, aber dafür... Hast du vielleicht nächste Woche nicht so lange Versuche, stehe ich vielleicht wieder länger im Labor. Ich denke, das gleicht sich schon so ungefähr aus. Slow down. Okay, ich glaube, es löst sich, oder? Nee, doch nicht. Also, da sind immer so große Brocken drin. Wie sieht das denn bei den anderen aus? Sie sind auch noch alle da. Schon komisch. Warum dauert das so lange dieses Mal? Say a word, hold a hand. Life is not the sum of what we plan, but the in between. Bei dir dauert es auch so lange, ne? Also, ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, ich stehe jetzt hier wirklich seit 3 Stunden für eine Sache, die sonst vielleicht 10 Minuten dauert. Also, ich weiß wirklich nicht. Ich habe schon so viel Wasser und Ethanol da reingekippt. Langsam muss ich das doch mal lösen. Also, ich meine, es gibt halt danach auch noch Schritte, die man machen muss. Und langsam habe ich wirklich Zeitstress. Zumal ich halt auch gar nichts gegessen habe. Ich habe so einen Hunger, ey. Nein, ist richtig früh fertig geworden heute. Ja, dann bis morgen, ne? Tschüssi. Nein, ist richtig früh fertig geworden. Dann bis morgen. Tschüssi. Anna, bist du schon fertig? Ja genau, ich wollte gerade gehen. Kannst du mir nochmal dem Saaldienst helfen? Die haben gerade so viel zu tun mit den ganzen Flaschen. Okay, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe wirklich, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du siehst meine Mühen in diesem Video. Es hat wirklich Spaß gemacht, das Ganze zu drehen, aber es war natürlich auch super aufwendig. Von daher würde es mich mega freuen, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt und vielleicht noch einen Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss und bis bald.